Hi, Servus. Ich bin die Sabine, ich bin Fachtierärztin für Reptilien und schon ganz, ganz lange hier in der Auffangstation. Ich bin eins der Urgesteine und ich möchte euch einfach mal heute so ein bisschen den Alltag einer Tierärztin in der Reptilienauffangstation zeigen. Mal schauen, was wir alles heute so vor uns haben, was wir haben. Ich habe hier unseren Behandlungsplan, also wir machen immer einen genauen Plan, was zu therapieren ist, also welches Tier welche Behandlung bekommt. Und da bin ich schon gerade dabei, mir anzuschauen, was heute alles so anfällt. So, heute ist ja doch einiges zu tun. Ich habe mir mal alles ganz Wichtige schon markiert. Bevor wir aber jetzt tatsächlich unten anfangen, das kam heute Morgen schon ein Fundtier, das soll ein ganz hochgiftiger Skorpion sein. Den gucke ich mir jetzt gleich an, weil der muss ja dann in den anderen Standort. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin und gucken uns das Tierchen schon mal an. Da ist der Skorpion drin, der ist heute Morgen schon angeliefert worden. Der ist letzte Woche ausgesetzt worden von einer Tierhandlung, soll ein ganz hochgiftiges Tier sein. Wir haben schon kontrolliert, dass alles gut zugeklebt ist, deswegen nehme ich den gerade auch einfach so raus. Ist sehr gut markiert und gekennzeichnet, dass man wirklich weiß, dass auch ein Gefahrtier drin ist. Und wir schauen jetzt mal, ob es wirklich eins ist. Sieht schon sehr danach aus. Genau. Hier. Oh ja, das ist auf jeden Fall so ein Dickschwanzskorpion, der nicht ohne ist. Also das Tier ist berechtigterweise natürlich zu uns gekommen und wird jetzt dann auch bei uns in einen Standort weitergehen. Ja, genau. Ich mache es nur mal hier drin auf, ja, dass man einmal ganz vorsichtig drauf gucken kann. Der wirkt relativ fit, ja, aber das sieht man immer erst, wenn auch Kistchen dann offen ist. Alles so ein bisschen gelöst bekommen. Genau, also man kann hier schon mal sehen, oh ja, ein sehr, sehr großes Tier. Wunderschön auch. Man sieht den richtig schönen dicken Schwanz, den rollt er ja auch immer dann ein, wenn die sich bedroht fühlen. Der geht bei uns tatsächlich in unsere Gifttierabteilung und wird dort dann fachgerecht in ein Terrarium gesetzt. Und dann warten wir mal die Zeit ab, den wir ihn verwahren müssen. Und dann geht er aber auch bei uns in die Weitervermittlung. Ja, dann packen wir dich doch da wieder rein. Dann ist er nämlich ganz gut gesichert. Ja. Genau, und auch sowas gehört eben zu unserem Leben dazu, dass morgens mal Pakete kommen, mit manchmal nicht angekündigt. Der war jetzt in dem Fall tatsächlich angekündigt, gefährlichen Tieren oder auch mal ausgesetzten Tieren oder Fundtieren. Ja. Und um sowas kümmern wir uns auch als Tierärzte natürlich. Ja. Dann darfst du nämlich gleich weiter, damit du auch fachgerecht sitzen kannst. Okay, sehr schön. Da meinen Tierpflegern Bescheid, dass der umgesetzt werden kann. Ja, weil wir es gerade schon von Fundtieren hatten, es kam gestern Abend noch eine Landschildkröte, die muss ich mir jetzt genauer anschauen. Die kam so spät, dass wir das gestern Abend nur ganz grob gemacht haben und die schaue ich mir jetzt genauer an und erzähle euch dann noch ein bisschen was dazu. Ja, ich bin jetzt zwischenzeitlich in unsere Schildkrötenquarantäne gelaufen. Da ist die Schildkröte, wo ich gerade schon erzählt habe, die gestern Abend noch gekommen ist. Bei uns ist Quarantäne sehr, sehr strikt, deswegen sitzen die auch alle hier in diesen Kisten. Wir haben jetzt in letzter Zeit viele, viele Tiere bekommen,
Und die müssen halt einfach, bis sie ihre Quarantäne abgeschlossen haben, bei uns hier oben sitzen bleiben. Die werden zwischenzeitlich, wenn die ersten Tests negativ sind, innerhalb der Station schon umgesetzt. Aber das ist hier wirklich so diese Erstquarantäne. Ja, und wir haben ein paar Intensivpatienten hier oben, aber in der Regel ist es wirklich nur die Erstquarantäne. Das ist die etwas ältere Schildkrötendame, die jetzt am Wochenende gekommen ist. Ja, die kam gestern Abend, ist in München auf der Straße gefunden worden. Ein sehr, sehr schönes altes Griechenweibchen. Und die muss ich mir jetzt einfach genauer anschauen, um sicher zu sein, dass sie vom Augenscheinlichen her gesund ist. Auto hat sie zumindest keins erwischt. Das habe ich schon ausgeschlossen. Da sind keine Verletzungen zu finden, weil sie wirklich mitten auf der Straße saß. Was wir immer machen, wir schauen uns das ganz normale Verhalten der Tiere an. Die sitzt jetzt relativ entspannt hier bei mir auf der Hand. Das mögen die eigentlich nicht so gerne. Deswegen versuchen wir, das kurz zu halten. Dann schaut man sich die Augen an. Die sind bei ihr schön glänzend und klar. Und sie hat da keine Auffälligkeiten. Was allerdings auffällt, wenn man sich die Vorderfüßchen anschaut, sie hat nur noch eine Kralle auf jeder Seite. Das heißt, die anderen Krallen fehlen. Woher das kommt, weiß ich nicht, weil sie ja als Fund herkam. Das kann sein, dass sie mal irgendwo gelebt hat, wo sie viel gegraben hat und die hat sie sich abgenutzt. Kann aber auch sein, dass ihr die mal vielleicht tatsächlich von einem Feindtier, wie einem Nager zum Beispiel, einfach entfernt worden sind in der Winterruhe, wenn sie draußen überwintert. Also sowas kann immer passieren. Ja. Dann schauen wir ihr einmal ins Mäulchen. Na, meine Große, komm mal her. Ja, einfach mal Mäulchen aufmachen. Oh, du bist so starrisch. Hm? Aber einmal A sagen, das geht. Hm? Na, sie mag heute nicht. Aber ein schönes, kräftiges Tier. Das ist immer der Hinweis, wenn man das Maul gar nicht aufbekommt. Wenn man da reinschaut, man sieht, es ist schön rosa, da sind keine Belege. Ist in Ordnung, gucken wir, schauen schon. Einmal auf die Nase, da ist auch nichts. Ja, man schaut immer, dass sie keinen Nasenausfluss hat. Ansonsten schauen wir uns den Panzer an. Der ist sehr schön gewachsen, ja, so ein bisschen aufgeraut. Aber das kann jetzt auch mal von der Winterruhe tatsächlich noch kommen. Wird am Bauch keine Veränderungen. Die Füße sind ansonsten auch gut. Die Haut sieht super aus. Also das Tier ist wirklich so klinisch gesund und hat keine großen Auffälligkeiten. Was wir routinemäßig immer machen, ist, dass wir einen Tropfen Blut nehmen. Ich brauche jetzt nur kurz einmal Hilfe, die mir einmal das Tier festhält, weil wir uns A anschauen, ob denn Leber und Niere in Ordnung sind. Und zum anderen machen wir eben auch einen Herpestest, um zu sehen, dass die kein Herpesvirus hat. So. Sag doch, ich nur einmal wechseln, dass du hier hingehst. Genau. Dann kann Jen leichter filmen. So, einmal entspannen. Das macht man bei denen beispielsweise hinten am Schwanz. Ja. So dieser Vorführeffekt. Bei Reptilien immer nicht ganz so einfach, wenn man die Blutgefäße nicht sieht durch die Haut, wenn man tatsächlich auch nichts anstauen kann durch diese schuppige Haut, wie man es beim Säuger zum Beispiel macht oder auch bei uns. Das geht leider bei denen nicht. Ja. So, haben wir genug. Habe ich da mal ein Tupferchen für hinten drauf. So, das Blut wird gleich asserviert, ja, damit da nichts passieren kann. Okay, gut, wunderbar. Dann darf sie, wenn sie nicht nachblutet, zurück. Sieht gut aus. Vielen Dank, Pia. Ja, genau. Die ist schon einmal sauber gemacht worden heute, deswegen haben wir auch schon eine Kotprobe gewinnen können. Das ist etwas, was bei uns auch ganz wichtig ist. Wir schauen nach Parasiten. Das untersuche ich nachher im Labor. Da kann ich mal gucken, dass ich euch auch noch einen Blick drauf werfen lasse, ob sie denn Parasiten hat oder nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, wir sind hier in unserem kleinen Labor. Wir haben hier tatsächlich nur das Nötigste. Ein bisschen was ist auch noch Vorrat, aber eigentlich ist das unser Labor hier. Da machen wir jetzt die Kotuntersuchung. Ich bereite mir da mal alles vor, dass man gleich alles griffbereit hat. Wir machen hier verschiedene Untersuchungen. Wir setzen das immer an mit der sogenannten Flotation. Das ist quasi eine
gesättigte Lösung, wo, wenn Wurmeier drin sind, diese dann nach oben schwimmen. Und dann kann man sich das mit einem Deckgläschen angucken. Und die andere Methode ist ein Direktausstrich, wo wir auch den Objektträger direkt was geben und dann eben auch sehen können, ob da Parasiten drin sind oder nicht, weil man da Wurmeier ganz gut und manchmal auch die lebenden Würmer tatsächlich feststellen kann. So, mal hier die Flotationslösung rein. Eben ein bisschen was vom Kot dazu. Das ist eine große Menge. Die sollte auf jeden Fall ausreichen. Dann eben immer noch mal ein bisschen aufgefüllt, dass man oben so eine kleine Kuppel hat, so einen Meniskus. Da wird jetzt gleich, zeige ich euch alles, ein Deckgläschen oben drauf gelegt. Ja. Auf dieses Deckgläschen oben schwimmen dann quasi die Wurmeier oben hin. Das muss jetzt eine Viertelstunde stehen. Ja, das braucht immer so ein bisschen Zeit. Wir können uns aber in der Zeit tatsächlich den Direktausstrich anschauen. Da kann man einfach selber gleich machen. Und da eben dann immer schnell ein Ergebnis. Und dann schauen wir mal, ob dieses, die Schildkröte da irgendwo Parasiten sich eingefangen hat schon. Ob sie da irgendwas mitbringt oder nicht. Ein bisschen viel. Man nimmt da eben so immer so stichprobenweise was raus. Ein bisschen Flüssigkeit oben drauf, dass sich das ein bisschen besser verteilt. Dann schauen wir mal, ob wir das sehen. Also wir haben hier jetzt ein ganz, ganz tolles neues Mikroskop. Das haben wir jetzt seit einem Jahr endlich und mittlerweile aufgebaut. Das ist ein ganz normales Standardmikroskop, was aber den Vorteil hat, dass man einen kleinen Bildschirm mit so einer Kamera oben drauf machen konnte. Ich stelle euch das gleich scharf und dann könnt ihr da ein bisschen mitgucken. Wir haben es selber aufbauen müssen, deswegen haben wir ein kleines Problem, dass die Schärfe hier nicht ganz mit dem Mikroskop übereinstimmt. Aber ich schaue mal kurz, ob ich was finde und stelle es dann für euch ein. Ja, man mustert das dann eben auf eine ganz bestimmte Art und Weise durch, also meanderförmig sagt man da dazu, kann man sich eigentlich merken, wie so schlangenlinienartig. Und schaut dann eben durch, ob man was findet. Bisher sieht das hier tatsächlich sehr gut aus. Da kann man kurz was zeigen. Das hier zum Beispiel, wenn man sich das hier anschaut, was ihr hier seht, das sind Blütenpollen, also kein Parasit und alles andere im Hintergrund sind so kleinere Partikel. Ja, zeige ich mal schnell, ich kann euch noch ein paar Luftblasen drin, die kann ich auch noch einstellen, dass man das mal sieht. Ja, zum Beispiel hier, manchmal denkt man, das ist ein Parasit, aber das ist einfach nur eine Luftblase und ganz viele Futterbestandteile, eben, die hier als Kot in dem Fall rausgekommen sind. Aber parasitentechnisch sieht es für den Moment bei der Untersuchungsmethode ganz gut aus. Ich gehe nochmal eine Vergrößerung weiter runter, ob vielleicht Einzeller irgendwo da sind. Die einzelligen Parasiten sehe ich tatsächlich nur in der Vergrößerung, die ich jetzt gerade drin habe. Da sieht es gut aus, da wuselt nichts. Also man schaut sich da den Hintergrund vor allen Dingen an, wenn man da so ein bisschen spielt. Sieht er, da sind ganz viele Bestandteile drin, da bewegt sich aber nichts. Wenn da zum Beispiel einzellige Parasiten drin sind, wie Flagellaten, die würden wie so kleine, kleine runde Bällchen hier durchrauschen und das tun sie nicht. Und die Kotprobe war frisch, also wenn sie Flagellaten hätte, müsste man die hier sehen. Hier bewegt sich ein bisschen was, ich weiß nicht, ob man den dargestellt bekommt. Aber das ist eher ein Konglomerat an Bakterien in dem Fall, die sich hier gemeinschaftlich bewegen, aber kein Flagellat. Ne, sieht hier ganz gut aus. Dann warten wir dieses Viertelstündchen, bis wir den Rest anschauen können. Und dann schauen wir mal, ob da noch was bei rauskommt. Hier erstmal wieder aus.
super, dann sehen wir uns in einer Viertelstunde wieder. Wenn wir jetzt die Viertelstunde warten, bis die Flotation quasi durchgelaufen ist, da kann man natürlich andere Dinge machen. Ich mache dann schon mal Nachbehandlung. Wir haben jetzt hier einen Patienten, der muss was eingegeben kriegen. Ein paar Leute haben ja tatsächlich nachgefragt, wie man sowas macht. Da möchte ich gerne drauf eingehen. Dann hole ich mir die Schildkröte mal eben. Das ist ein Nieren-Leber-Patient. Der ist uns gebracht worden mit, man sieht ja hier, dass der aufgebockt ist. Ja. Und er hatte eine Hinterhandschwäche. Man sieht, er kann jetzt die Beinchen wieder gut bewegen. Er braucht noch ein bisschen Muskulatur, dass er auch gut laufen kann. Dann machen wir diese Klopschen hier unten auch wieder ab. Aber am Anfang konnte er die Hinterbeine fast gar nicht bewegen. Und das hat sich jetzt mittlerweile unter Therapie ganz gut gegeben. Ja. Man sieht ja auch, dass der verwachsen ist. Also der kam sicherlich aus einer Haltung, die jetzt nicht ganz optimal gewesen ist für dieses Tier. Ja. Woran es im Endeffekt lag, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber Haltungsbedingungen sind ja meistens der Auslöser, dass die eben solche Hubbel bekommen. Ja? Der reagiert leider so ein bisschen auf Infusionen. Das heißt, der wird gleich, der kriegt sogenannte Ödeme. Das heißt, der hat Flüssigkeit, die er einlagert, der schwemmt richtig auf. Und das macht er nicht, wenn wir die Medikamente einfach in Flüssigkeit auflösen und eingeben. Ja? Dafür muss man uns natürlich den Kopf rausholen, dass man wie vorhin nichts gemacht hat, um in den Kopf einmal reinzugucken, in das Mäulchen. Nimmt man sich eben auch hier das Maul, oh, hast du gerade gefressen. Ja? Und dann gibt man das eben per Sonde ein. Dann kann man tief nach unten gehen. Ja? Und dann kriegt er da eben einen Teil von eingegeben. Ja, so, das war's schon. Alles gut. Ja? Genau. Und dann darf er wieder zurück und darf weiter fressen. Ja? Es kam auch eine Anfrage schon im Vorhinein, wie man das denn bei ganz kleinen Schildkröten machen kann, die vielleicht auch so ein bisschen störrisch sind und einem nicht unbedingt den Kopf immer gleich rausgeben. Es gab tatsächlich mal eine Publikation, dass man zum Beispiel Entwurmungen auch einfach über die Nase geben kann. Da bin jetzt ich persönlich tatsächlich nicht der große Freund, weil ich mag auch nicht durch meine Nase irgendwas durchhaben. Ich glaube, das ist relativ unangenehm. Ja? Was man aber machen kann, ist, man kann so kleine Knopfkanülen nehmen. Ich meine, dass es die tatsächlich auch mittlerweile überall im Zoofachhandel zu verkaufen gibt. Und mit denen, wenn man sie ein bisschen ärgert, beißen sie auf sowas ja tatsächlich ganz gerne mal drauf. Wenn man da ganz vorsichtig ein bisschen reingeht, kann man sie tatsächlich damit entwurmen. Das sind ja in der Regel ganz kleine Mengen. Also ersticken oder ertrinken oder sowas können die dadurch tatsächlich nicht. Die packen das ganz gut. Ja? Und wenn man sich das selber nicht traut, dann würde ich tatsächlich lieber zum Tierarzt gehen. Okay. Ja, dann sind wir hier schon fertig. Mache ich meine Sachen wieder auf. Hier einmal durch. Ja, so, die Viertelstunde ist auch vorbei. Das heißt, wir können nach hinten gehen. Ich nehme meine Knopfkanüle wieder mit. Kann ich auf dem Weg nach vorne wieder ablegen. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt in der Kotprobe was finden. So, da haben wir ja unsere Kotprobe noch stehen. Da müssen wir noch mal schauen, was wir da jetzt finden. So, einmal kurz vorbereiten. Jetzt schauen wir uns eben noch unsere Flotation an. Da ist ja der Hintergrund, dass durch diese Flüssigkeit, die leichter ist, die ist gesättigt, die Wurmeier nach oben steigen. Wenn man die dann eben hier unter diesem Deckgläschen sieht, da muss man eben immer eine Viertelstunde warten. Na, mach schon mal an, falls wir was finden sollten. Und dann kann man es hier unter das Mikroskop legen. Dann schauen wir da mal. Wenn man hier sieht, sieht man wieder Pollen zum Beispiel. Also es ist kein Wurmei, sondern in dem Fall sind das auch Pollen, wie wir sie ja vorhin schon mal gesehen haben. Ja. Bisher sieht es tatsächlich gut aus, dass wir keine Parasiten drin haben. Wäre ja mal sehr schön. Und das gehört eben auch bei uns ganz normal zu den Routineuntersuchungen dazu, dass wir mindestens 2 Kotproben von den Tieren anschauen, um zu sehen, ob die verwurmt sind oder andere Parasiten haben. Aber das sieht in diesem Fall sehr, sehr gut aus. Also da sehe ich nicht mal den Hauch eines Wurms oder eines Wurmeis in diesem Fall. Sehr schön. Ja, sehr gut. Also das Tier ist in der ersten Untersuchung negativ, was natürlich sehr schön ist.
Dann hoffen wir, dass das bei den anderen Untersuchungen auch so bleibt. Sehr gut. Wunderbar. Okay. Dann hat sie die Untersuchung schon mal hinter sich. Und ich trage den negativen Befund gleich ein. Wunderbar. Wir notieren das eben auch immer ganz genau A bei uns im Laborbuch, aber tatsächlich auch in unserem System, was wir haben, in meinem Computerprogramm, damit das alles genau erfasst ist. Und wenn ein Kollege eben mal was nachschlagen muss, wenn ich nicht da bin, finden die das eben sowohl im Laborbuch als auch dann bei uns im Computer in den Eintragungen. Genau. Okay. Manchmal haben wir es ja auch mit etwas größeren Reptilien zu tun oder größeren Patienten. Da brauche ich dann natürlich auch immer die Hilfe meiner Tierpfleger. Da bin ich immer ganz froh, dass die uns da zur Seite stehen. Heute war das in dem Fall ein Brillenkaiman, den wir kontrollieren mussten. Das ist ein Patient, den wir von einer anderen Station haben. Der hatte Verletzungen an den Füßchen. Die müssen heute kontrolliert werden. Dabei nehmen wir auch nochmal eine Blutprobe, um einfach zu schauen, hat sich die Therapie denn als erfolgreich erwiesen oder nicht. Da schauen wir uns ganz speziell die weißen Blutkörperchen an und eben Entzündungszellen, dass man einfach weiß, ob denn da die Antibiose, die er bekommen hat, auch angeschlagen hat. Und die Füße werden nochmal genau kontrolliert. Im Anschluss wird auch noch ein Röntgenbild bei dem Tier gemacht, weil er Auffälligkeiten im Bereich der Lunge hatte. Und das wollen wir weiter abklären und schauen, ob sich das gebessert hat. Was leider auch immer dazu gehört, ist, dass Tiere auch mal gehen, dass sie uns quasi verlassen. Hier ist es ein Chinisaurus, eine Krokodilschwanzhackerechse, die zu uns gekommen ist mit ganz unklarem Vorbericht. Die hatte jetzt leider eine massive Infektion am Schwanz. Man sieht ja auch noch, dass sie einen kleinen Verband dran hat. Da habe ich amputieren müssen. Die hat auch noch Antibiose, Schmerzmittel, also alles, was sie braucht, bekommen. Aber ist jetzt übers Wochenende tatsächlich leider verstorben. Und uns interessiert natürlich, warum. Deswegen machen wir solche Tiere auf und sezieren die auch und schauen das offiziell an, damit wir eben auch wissen, woran es gelegen haben könnte. Ne? Machen wir erstmal den Verband ab und schauen uns das hier hinten an. Aber natürlich jetzt auch schon seit gestern, aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Ne? Auch da gibt es ein bestimmtes Schema, an das man sich hält. Man schaut eigentlich, so habe ich mir das mal beigebracht, von vorne nach hinten. Das heißt, man schaut sich die Maulhöhle an, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind. Das sind es in dem Fall nicht. Ja, das Tier hat immer noch schön rosa. Was man hier ganz schön sehen kann, ist diese schwarze Zungenspitze. Es haben ganz, ganz viele Echsen tatsächlich. Das heißt nicht, dass das Tier eine abgestorbene Zungenspitze hat, sondern das ist bei denen ganz, ganz normal. Ja, kann man immer wieder nur betonen, weil wir haben schon Tiere bekommen, denen das amputiert worden ist, weil die Kollegen dachten, das wäre tatsächlich abgestorbenes Gewebe. Ja, aber von der Maulhöhle sieht es ganz gut aus. Ja. Man sieht jetzt, dass sie auch ein bisschen dünn ist. Die hat bei uns zu gut gefressen, aber kam eben in dünnem Zustand schon an. Hat ein bisschen aufgebaut, aber das hat leider nicht ausgereicht jetzt in letzter Zeit. Dann schauen wir eben noch einmal ins Innere von dem Tier. Ja, wir haben uns jetzt angeschaut, woran potenziell vielleicht der Chinisaurus verstorben ist. Wenn man sich diese Leber anschaut, das ist so eine richtig typische Fettleber. Also die ist ja eher hellbraun-ockerfarben und die sollte dunkelrotbraun sein. Also das geht wirklich Richtung einer massiven Fettleber. Das ist mit Leben nicht mehr gut vereinbar. Also das Tier hat tatsächlich einen massiven Leberschaden gehabt. Die Nieren sahen ganz in Ordnung aus, aber auch wenn ich mir die Eierstöcke anschaue, hier sieht man einen, der einigermaßen normal aussieht. Hier ist so ein veränderter Follikel, aber der Rest sieht gut aus. Die Seite ist viel, viel kompakter, ist auch zusammen verwachsen und da sind so ein paar dabei, die Richtung schon Zystenbildung gehen. Das heißt, auch da hat das Tier tatsächlich schon Probleme gehabt. Also es war so ein multifaktorielles Geschehen, wie man in der Tiermedizin da immer ganz schön zu sagt. Und das Tier ist tatsächlich an wahrscheinlich einer massiven Infektion in dem Fall verstorben, kombiniert mit einem, ja, wahrscheinlich Leberversagen.
legen das Ganze jetzt noch ein und werden dann hoffentlich relativ zügig ein Ergebnis bekommen. Wir machen dann eine sogenannte Histologie, also wird sich die Organteile, die wir einschicken, in dünnen Schnitten angeschaut und da können wir dann sagen, es geht Richtung Fettleber, da waren vielleicht sogar Bakterien in der Leber drin, das können die alles anhand dieser Schnitte Gott sei Dank sehen. Da haben wir wahrscheinlich in 2, 3, 4 Tagen dann ein Ergebnis. Genau. Ja, wir sind ja nicht nur am Tier, sondern wir haben ja auch ein bisschen Bürokratie zu tun. Das heißt, man sitzt natürlich auch viel am Computer. Man muss gucken, die Termine, die heute waren, waren die alle da? Hat sich das alles erledigt? Da muss man tatsächlich auch noch Blutbilder sich anschauen. Man muss einfach mal schauen, ob da irgendwas dabei ist, wo man jetzt die Therapie anpassen muss zum Beispiel. Also wir haben ganz viele, was wir einschicken. Das gucken wir uns ganz regelmäßig an. Wir haben ein paar Tiere geröntgt heute, da muss ich die Röntgenbilder noch befunden und muss genau schauen, ist das alles in Ordnung. Und da muss man natürlich den Behandlungsplan updaten, damit es morgen wieder passt. Zwischendrin klingelt dann immer wieder das Telefon, wenn man natürlich auch hier Anrufe bekommt. Viele Leute möchten eine Beratung haben, das machen wir sehr, sehr gerne. Ganz viele rufen auch nur an, weil sie unterwegs beim Spazieren gehen, gerade erst eine Schlange gesehen haben, was das denn sein könnte. Das machen wir auch sehr gerne. Das ist jetzt nicht typischer Teil unseres Jobs, aber das sind Sachen, die wir auch ganz gerne machen und natürlich versuchen, hier die Bevölkerung aufzuklären und Ängste zu nehmen, weil nicht jede Schlange, die hier rumkriecht, ist ganz, ganz gefährlich, sondern ganz, ganz viele sind ja tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, Ringelnattern, die hierher gehören und heimisch sind und nicht gefährlich sind. Das ist so ein bisschen Alltag bei uns. Dann E-Mails gehören mit dazu. Es kommen sehr viele Anfragen an uns, wenn Leute Tiere haben möchten, aber auch wenn Leute Tiere abgeben möchten. Das macht mittlerweile ein Kollege fast schon hauptberuflich nur noch, dass er sich um diese E-Mail-Anfragen kümmert. Es kommen viele Anfragen, auch tiermedizinisch, wo nachgefragt wird, Mensch, ich habe da den und den Patienten in der Praxis, was könnte das sein? Wir sind hier die Fachleute und deswegen beantworten wir sowas natürlich auch, was auch eigentlich nicht unser ganz normaler Job ist. Ja? Aber wir machen es gerne und ich kümmere mich jetzt weiter um die E-Mails und schauen mal, ob noch Anrufe kommen. Und wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben und wir versuchen sie zu beantworten. Danke euch, schönen Tag noch.